Was machst du da? Hey, hey, was machst du da? Bin da, wer noch? Und herzlich willkommen zu einer weiteren und brandneuen Folge von Ey, was machst du da? Über eine Woche habe ich keine Folge aufgenommen. So lange ist es schon her? Über eine Woche? Hallo, ich bin der Dennis und ich habe auch noch ein eigenes Leben. I'm a survivor, I'm gonna make it. I'm a survivor, I'm on a wave. Leute, was geht ab? Hallo, hallo, wie geht's euch, Leute? Leute, kennt ihr das? Ihr seid mit einem Kollegen unterwegs. Habt schon ganz, ganz viel Zitronenbrause getrunken. Und nächsten Tag wacht ihr einfach voll verkatert auf und kriegt einen Anruf von eurem Kollegen. Alex, hallo. Na, wie geht es dir? Ja, mir geht's genauso beschissen. Was? Du hast dein Portemonnaie verloren? Nein, ich weiß nicht, wo dein Portemonnaie ist. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es dir aus dem Turnbeutel geflogen, als du dich mit dem Fahrrad lang gepackt hast. Okay, viel Glück beim Suchen. Ciao. Naja, als ich seinen Anruf bekommen habe, gleich morgens am nächsten Tag, was habe ich nach diesem Anruf getan? Na klar, ich habe mich erstmal wieder aufs Ohr gehauen. Und irgendwann später, als meine Freundin einkaufen gehen wollte, hat sie zu mir gesagt, ey Mille, Mille, gib mal Geld für Einkauf. Du willst Geld für Einkauf haben? Natürlich. Warte, ich guck kurz, wo mein Portemonnaie ist. Wo ist mein Portemonnaie? Wo ist mein Portemonnaie? Alexa, wo ist mein Portemonnaie? Ich bin mir leider nicht sicher. Da bin ich mir leider nicht sicher. Oh nein, vorhin habe ich noch meinen Kumpel ausgelacht, weil er sein Portemonnaie verloren hat. Und jetzt finde ich selber mein Portemonnaie nicht. Was ist das denn? Oh Mann, ey. Ey, das kann's doch nicht sein. Ich habe extra noch 180 Euro abgehoben für den nächsten Tag. Alles ist weg. Alles ist weg. Extra noch 180 Euro abgehoben. Alles ist weg. Wie bescheuert bin ich denn schon wieder? Ey, ich hasse es, wenn ich mein Portemonnaie verliere. Jetzt muss ich wieder meine Bankkarten sperren lassen, einen neuen Personalausweis beantragen, einen neuen Führerschein. Die Rabattkarte vom Futterhaus war auch im Portemonnaie. Oh nein! Hey, Alte, es tut mir leid. Meine Versichertenkarte, meine letzte Quittung vom Bullet Shop war noch da drinne. Ein Foto von meiner Alten. Hey, Alte, in meinem Portemonnaie war noch ein Foto von dir. Und jetzt muss ich alles wieder neu beantragen. Hey, Mann, ey. Hey, Mann, ey.
Um einen neuen Personalausweis zu beantragen, braucht man Geld. Also gehe ich zu meiner Sparkasse und sage zu denen, hallo, ich habe mein Portemonnaie verloren. Dort war meine Bankkarte und mein Personalausweis drinne. Ich brauche jetzt unbedingt Geld, um mir einen neuen Personalausweis ausstellen zu lassen. Wie? Sie geben mir kein Geld, weil ich mich nicht ausweisen kann? Was ist das denn? Wenn ich jetzt aber zur Gemeinde gehe, zu der Gemeinde, die Bürgerschaft im Ort, um einen neuen Personalausweis zu beantragen, muss ich Geld bezahlen. Ich kann aber kein Geld abholen bei der Sparkasse. Ich kann mich nicht ausweisen. Was ist das denn? Leute, passt auf jeden Fall immer gut auf eure Sachen auf, wenn ihr auf Tour geht. Mein nächstes Portemonnaie wird wieder ein bisschen altmodischer werden. So werde ich keine Probleme bekommen, nochmal irgendwas zu verlieren. Au ja, was für ein cooles Portemonnaie! Leute, in diesem Sinne, passt auf euch auf. Es kann immer mal was passieren. Und auch wenn ich jetzt mein Portemonnaie verloren habe, vergeht doch meine gute Laune nicht. Der Sommer ist endlich da. Die Pollen fliegen wieder überall herum. Oh Mann, ey. Ich habe eine sehr starke Pollenallergie. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und peace out. Hey, pass auf, ich nehm dir deine Krone weg. Hey, und hau euch allen auf die Fresse, denn es Obelix.